Mitglieder der Internationalen Josef-Wölfel-Gesellschaft. Liebe Freunde der Josef-Wölfel-Gesellschaft in Österreich, in Deutschland und wo auch immer, vor allen Dingen unsere Freunde in Bonn, ich möchte euch im Namen der Internationalen Josef-Wölfel-Gesellschaft ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest wünschen und für 2024 viel Gesundheit, Erfolg und alles erdenklich Gute. Und ich danke für das vergangene Jahr allen meinen Mitarbeitern und allen Förderern und Interessenten für ihre Bereitschaft, sich mit dem großen Komponisten, der hier in Salzburg seine Heimat hat und am 24.12. in der Christnacht ja geboren wurde, weiterhin ihr Interesse zu zeigen und lade Sie für nächstes Jahr zu sehr, sehr vielen hochqualitativen Veranstaltungen ein. Und wir haben ja im vergangenen Jahr sehr viel dazu beitragen können und wir haben auch unsere erste Wölfel-CD in Salzburg gemacht, Fernsehberichte und so weiter. Ich lade Sie wirklich ein, benutzen Sie den YouTube-Kanal der Josef-Wölfel-Gesellschaft, benutzen Sie unsere Medien und seien Sie uns auch nächstes Jahr gewogen. Vielen Dank. Thank you.
Wir beginnen mit einem wirklich bemerkenswerten Phänomen der Salzburger Musikgeschichte und zwar mit dem Klaviervirtuosen und Komponisten Josef Wölfel. Über diesen Musiker kann und muss noch viel geredet werden und genau das haben wir jetzt auch vor. Und dazu haben wir eine prominente und vor allem aber kompetente Runde zu uns ins Studio geladen. Also begrüßen Sie mit mir Helga Rabel-Stadler, langjährige Präsidentin der Salzburger Festspiele und selbst deklarierte Wölfel-Botschafterin. Weiters Eva Neumeier, sie ist Musikwissenschaftlerin und sie leitet die Maria Anna Mozart Gesellschaft. Und last not least den Franz Bach-Leitner, er ist der Präsident der Internationalen Wölfel-Gesellschaft aus Straßwalchen. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Sie bei mir als Gast im Studio begrüßen zu dürfen. Meine Damen, wenn Sie erlauben, würde ich gern mit dem Franz Bach-Leitner beginnen. Lieber Franz, Wölfel war ein Superstar seiner Zeit, geboren 1773, gestorben 1812. Er hat angeblich mehr Geld verdient als Mozart, Haydn und Beethoven zusammen. Trotzdem ist er heute fast vergessen. Meine Frage, lohnt es sich denn wirklich, diesen Komponisten quasi wiederzubeleben? Es lohnt sich auf alle Fälle. Als einer, der völlig facettenreich ist, also der mit Mozart, bei Mozart gelernt hat, in der Familie Mozart, und der die Musik weiterentwickelt hat. Und er hat viele neue Elemente überliefert in der Musikgeschichte. Wir finden seine Melodien bei Chopin, wir finden sie bei den Wiener Liedern, also sehr, sehr breit gefächert. Also es wird sich auf jeden Fall auszahlen. Frau Rabel-Stadler, wenn ich salopp formulieren darf, Sie haben auch so etwas wie einen Narren gefressen an dem Josef Wölfel. Was genau fasziniert Sie an diesem Musiker? Die Vielfalt seiner Ausdrucksweise. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Salzburger, die wir so verwöhnt sind durch die Weltgeltung von Mozart, uns klar sind, Mozart kam nicht aus dem Nichts. Da gab es Bieber, da gab es Neukomm, da gab es Michael Haydn. Also wir möchten einfach die starke Position Salzburgs in der Musik betonen. Ich habe jetzt selbst persönlich die Salzburger Festspiele viele Jahre lang als Journalist begleitet. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern an ein Programm mit der Musik von Wölfel. Kannten Sie ihn? Immerhin hat der Mann 600 Werke geschrieben, darunter Opern, Sinfonien, Kammermusik, Lieder. War Ihnen dieser Musiker ein Begriff? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja das Interessante. Zu seinen Lebzeiten war Wölfel ein Weltstar. Und jetzt ist er ein Geheimtipp für Menschen, die sich viel mit Musik beschäftigen. Wir möchten, dass er wieder ein Weltstar wird. Hat er das Zeug dazu, Frau Neumeier? An Sie als Musikwissenschaftlerin gefragt, wie ist denn sein Werk einzuschätzen? Wie Frau Helga Rabel-Stadler schon gesagt hat, ist es sehr vielfältig. Es ist ein Werk so um die Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert. Er ist ja nicht der einzige Komponist, der neben den großen Klassikern vergessen wurde. Und es ist auf jeden Fall nötig, auch die anderen Komponisten und Komponistinnen, möchte ich auch sagen, die auch vergessen wurden, auch zu spielen, weil andernfalls kann man die Einzigartigkeit Mozarts zum Beispiel gar nicht sehen. Ja, wenn man immer nur Mozart spielt, dann ist er immer nur mit sich selber konfrontiert. Wenn man die anderen auch spielt, eben wie Josef Wölfel, dann wird man erstens merken, dass auch die anderen sehr viel geleistet haben und eben dieses hohe Niveau in der Salzburger Musik zwischen 1700 und 1800 wird man das sehen und wo Mozart eben hervorgegangen ist. Also es lohnt sich auch Ihrer Meinung. Absolut. Es gibt jetzt seit dem Jahr 2011 die internationale Josef-Wölfel-Gesellschaft, gegründet von Margit Haider-Dechern, die in Wien, mittlerweile auch in Straßwalchen aktiv, wo Wölfel ja gelebt hat. Da hat vor kurzem ein wunderbares, ein nettes kleines Konzert stattgefunden und da ist folgender Beitrag entstanden, den wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Die Mitglieder der Internationalen Josef-Wölfel-Gesellschaft
und der Kulturvereinigung Straß-Walchen lauschen der Musik von Josef Wölfel. Der Komponist war einst, gemeinsam mit Mozart und Beethoven, prägend für die heimische Musikszene. Zum Beispiel die erste Polonaise kommt von Wölfel. Das älteste Wienerlied draußen am Lerchenfeld ist von Wölfel. Also er hat mit Schikaneder mitgearbeitet, er war der Hauskompositeur damals und die Opern sind en suite über Monate mit großen Erfolg gespielt worden. Wie kann es da sein, dass er in Österreich so unbekannt ist? Bei uns geht er allerdings deswegen wahrscheinlich in Vergessenheit, denn er geht 1801 nach Paris. Wir haben die Napoleonischen Kriege, wir befinden uns im Zweiten Koalitionskrieg und da war natürlich jede frankophile Tätigkeit äußerst verböhnt. Und ab diesem Zeitpunkt wird er auch nicht mehr aufgeführt in Österreich. Das ist ganz interessant. Man hat jetzt das nachgeprüft. 1976 wird er dann das erste Mal wieder aufgeführt in Österreich. Seine Musik hört sich übrigens leichter an, als sie tatsächlich zu spielen ist. Und was kann man über ihn sagen, wenn man ihn mit dem wohl berühmtesten Salzburger Komponisten vergleicht? Mozart hat schon so geschrieben, dass es gut zu spielen ist und gut zu hören ist. Wölfel hingegen war das egal, ob der Pianist sich anstrengen muss oder nicht. Dem ging es nur um die Komposition. Wölfel hatte sehr große Hände und hat seinen Händen gemäß diese Kompositionen gemacht. Und da tut man sich dann schon manchmal schwer. Aber es ist eine schöne Musik und er hat ganz tolle Sachen geschrieben. Die Spurensuche über Josef Wölfel in Österreich kann man mit einer Schatzsuche vergleichen. Und den Hauptpreis hat Straß-Walchen gemacht. Denn auch wenn Josef Wölfel in Salzburg geboren wurde, war seine Familie über Generationen hinweg in Straß-Walchen ansässig. Deshalb wurde die internationale Josef-Wölfel-Gesellschaft 2022 auch hierher verlegt. Es ist natürlich für einen Ort eine Riesenaufwertung und das wiederzubeleben macht unheimlich viel Spaß, weil er ist zu seiner Zeit wirklich ein Künstler von Weltrang gewesen. Wir haben es verglichen, er hat in einem Jahr mehr verdient wie seine Zeitgenossen Haydn, Mozart und Beethoven gemeinsam. Außerdem könnte man Josef Wölfel auch als Gründungsmitglied der Straß-Walchner Kulturvereinigung sehen. Ohne ihn gäbe es den Verein nämlich nicht. Das hat einen sehr großen Stellenwert und es bringt uns eigentlich auch ein Stück neue Kulturidentität, weil wir haben jetzt mit Josef Wölf ja jemanden, den man auch in Österreich, den man auch zum Teil weltweit ja kennt, nur wir in Straß-Walchen kennen ihn eigentlich so gut wie gar nicht und man merkt schon, dass in der Bevölkerung auch ein großer Wissensdurst da ist, die Leute wollen wissen, wer er war, sie wollen aber auch wissen, warum er so vergessen werden hätte können. Und damit das nicht noch einmal passiert, planen die internationale Josef-Wölfel-Gesellschaft und die Kulturvereinigung viele gemeinsame Veranstaltungen um den Komponisten. Damit Josef Wölfel endlich seinen wohlverdienten Ruhm zurückerlangt. Die ihm zustehende Anerkennung, die wird ihm jetzt wohl zuteil werden, hoffentlich. Dafür wurde auch in Berlin einiges getan. Immerhin haben Mitglieder der Berliner Philharmoniker Wölfels Musik aufgeführt. Frau Rabl-Stadler, werden Sie Ihrem ehemaligen Intendanten und Kollegen Markus Hinterhäuser Wölfels Musik empfehlen? Ich weiß schon, Sie haben sich nie ins Programm eingemischt, werden das jetzt noch viel weniger tun. Aber Empfehlungen kann man ja doch aussprechen. Sie geben sich selbst schon die richtige Antwort. Ich hätte nicht 6 Intendanten mit denen gelebt, wenn ich denen ständig gesagt hätte, was sie spielen sollen. Aber selbstverständlich erlaube ich mir überall, wo ich auftrete, zu sagen, es zahlt sich aus, in Wölfels Musik hineinzuhören. Definitiv wäre das Werk auch, wie man so schön sagt, festspieltauglich. Aber selbstverständlich. Okay. Wesentlich für die Verbreitung von Wölfels Musik sind natürlich auch die Musiker. Lieber Franz, wie reagieren denn Institutionen wie etwa das Mozarteum oder das Musikum auf das Werk Wölfels? Springen die Musiker an? Die erste Reaktion ist natürlich neugierig und man darf nicht vergessen, also Wölfel, es ist ja schon gesagt worden, ist lange nicht aufgeführt worden in Österreich. Das letzte Mal öffentlich 1801 und dann hat es gedauert bis 1976, bis man Wölfel wiederentdeckt hat. Aber aufgrund der Vielfalt und der technischen Anforderungen ist es gerade für junge Musiker höchst interessant, sich dem Schaffen Wölfels zu nähern, weil es unheimlich herausfordernd
herausfordernd und vielfältig ist. Er war ja technisch ganz besonders durch seine enorm großen Hände. Genau, er hat enorm große Hände gehabt und er war zu seiner Zeit, hat er Klavierstücke spielen können, die eigentlich unspielbar waren. Frau Neumeier, Sie haben sich ja intensiv mit der älteren Schwester von Mozart beschäftigt. Die war ja nicht nur eine hervorragende Pianistin, sondern auch Musiklehrerin. Und sie hat den Josef Wölfel auch ausgebildet in Musik, richtig, neben Haydn und neben Leopold Mozart. Spürt man den Einfluss von Maria Anna oder den Einfluss der Mozarts in Wölfels Musik? Also es könnte schon sein, dass natürlich wird man den spüren. Wölfel ist von Leopold Mozart auf der Violine ausgebildet worden und vermutlich auch ein bisschen kompositorisch. Und Maria Anna Mozart war seine frühe Klavierlehrerin bis 1784, bis sie nach St. Gilgen gegangen ist und geheiratet hat. Dann hat der Leopold Mozart übernommen bis 1787, wo er verstorben ist. Und das kann man in den Briefen genau nachvollziehen. Er war der sogenannte Verwalter Sepperl der Mozart-Briefe. Also da sind die Stunden genau aufgezeichnet und deshalb hat Maria Anna Mozart ja auch ein Tagebuch geführt, um zu wissen, wann sie wen unterrichtet hat. Aha. Und wer ihr was bezahlen muss natürlich. Mhm. Und da kommt er und sein Vater natürlich oft vor und es gibt auch die Geschichte, oder es ist ganz klar zu sehen, dass der Herr Verwalter, Spitalsverwalter, der Vater, die Stunden erst 2 Jahre nach dem sie gehalten wurden, bezahlt. Na, das sollte man sich heute mal leisten können. Lieber Franz, Wölfel würde heuer seinen 250. Geburtstag feiern, genau genommen am 24. Dezember, also ein richtiges Christkindl. Da gibt es eine ganz lustige oder nette Anekdote, und zwar muss ja Wölfel mal bei einem Klavierwettbewerb gegen Beethoven angetreten sein. Erzähl uns doch kurz diese Geschichte. Naja, Wölfel war eine äußerst angenehme Erscheinung. Er war fast 2 Meter groß, also er hat eine enorme Klaviertechnik gehabt und ist von Ludwig von Beethoven herausgefordert worden zu einem Musikwettbewerb. Und das war im Haus von Wetzlar in der Villa Blankenstern in Nähe von Schönbrunn. Und das war damals üblich. Und wie wir heute wissen, hat sich dieser Wettbewerb über Tage und Wochen gezogen und sie haben beide am Klavier gleichzeitig gespielt und da gibt es Abhandlungen darüber, wobei man sagt, Beethoven war so der rasante, der kräftige Pianist, während Wölfel viel feiner in der, viel perfekter im Spiel war und viel angenehmer zu hören. Und nach Ansicht des Leipziger Kulturjournalisten aus der Zeit, der diese Konzerte angehört hat, wäre Wölfel angenehmer zu hören gewesen und hätte die größere Anhängerschaft. Stichwort angenehm. Wölfel muss ja sogar Wölfel muss ja auch ein Frauenheld gewesen sein. Aber stimmt diese Geschichte, dass er sogar Königinnen rumgekriegt hat? Er war ein ganz enormer Frauenheld. Er war großgewachsen, schlank und unheimlich charmant. Man ist ja in Salzburg bestens ausgebildet worden am Gymnasium und in der Bascherie. Also er hat die höfischen Sitten gekannt und war Privatlehrer der Schwester von Napoleon, hat die Kaiserin Josephine angeblich unterrichtet. Sie ist aber zu allen Konzerten erschienen. Er war der Intimus des Königs Georg IV. In England und natürlich der ganzen königlichen Familie, die ihm auch im Buckingham Palace dann ein Denkmal gesetzt hat. Muss eine tolle Karriere gemacht haben. Frau Rabel-Stadler, Sie haben sich ja weit über Salzburg hinaus einen Namen gemacht, über Ihr unglaubliches Talent und Ihre Fähigkeit, Sponsoren zu gewinnen. Haben Sie das auch mit Wölfel vor? Ich habe auf jeden Fall vor, die Verbreitung des Werkes von Wölfel in jeder Beziehung zu fördern und hoffe sehr, dass es uns gemeinsam gelingt, auch ein Geld dafür zu bekommen, damit man eben die so wichtigen CDs macht, damit man einmal ein Konzert veranstaltet mit besonders guten Künstlern und so weiter. Super. Und wie schaut es mit wissenschaftlichen Symposien aus, Frau Neumeier? Ist da was geplant? Lieber Franz, auch gleich an dich die Frage, wie schaut es mit Konzerten aus? Was wird uns jetzt zum Thema Wölfel begegnen in der nächsten Zukunft? Naja, wir haben gestern Abend ein wunderschönes Konzert im Mozarteum gehabt mit jungen Künstlern, mit jungen Musikern und unser
Bemühen ist ja, die Musik den jungen Künstlern einzuüben, denn die verbreiten ja die Musik der Zukunft. Ich bin ja schon älter ja. Semester. Liebe Frau Neumeier. Ja, es ist, glaube ich, ein Symposium wieder geplant im März der Internationalen Wölfelgesellschaft. Und und ich glaube, das wird jetzt zweijährlich stattfinden. Das wird so voraussichtlich zweijährlich stattfinden. Und es ist zum Thema im heurigen, also im nächsten Wölfeltagen, vor allen Dingen die Vermittlung der Musik, also Musikunterricht speziell unter den Musiklehrerinnen. Es ist ja schon gesagt worden von der Eva, dass die Anna-Maria Mozart ja seine wichtigste Lehrerin gewesen ist. Und es gibt ja auch eine Aussage von ihm, dass er ihr wirklich dankt und sagt, alles, was er Mozart selbst, Wolfgang Amadeus sagt, alles, was Wölfe kann, hat er von meiner Schwester. Richtig, ja. Und er hat ja auch seine Sonaten Opus 3 genau. gewidmet. Man weiß nicht, wer ihn noch unterrichtet hat. Also zwischen 1797 und 1790, wo er dann in Wien auftaucht und in Prag, wo Mozart ihn dann hört, weiß man nicht, wer ihn unterrichtet hat. Es wäre möglich, der Michael Haydn. Er wird wahrscheinlich nicht nach St. Gilgen in die Klavierstunde gefahren sein. Das weiß man nicht. Man weiß nicht, wo er war. Also gibt es richtig viel Forschungsbedarf. Es gibt viel Forschungsbedarf. Das wäre ein wunderbares Thema für ein Symposium. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für das kurzweilige und informative Gespräch. Und ich darf Ihnen jetzt an dieser Stelle ganz einfach schöne Weihnachten wünschen. Und wir, liebes Publikum, wir machen weiter mit einem Komponisten, der ganz sicher nicht mehr besonders gefördert werden muss, weil er in allen Konzertprogrammen dieser Welt etabliert ist, nämlich Richard Strauss. Und zu hören werden wir ihn jetzt mit einem Weltstar am Horn und einem aufstrebenden Orchester. Thank you.
Was, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es einen Salzburger Komponisten aus dem Umfeld Mozarts gab, der zumindest monetär weit erfolgreicher war als Wolfgang Amadeus und dessen Noten auf wahrscheinlich jedem britischen Piano liegen? In den letzten Jahren beginnen sich viele zu wundern, warum den höchst erfolgreichen Josef Wölfel im Kulturland Salzburg eigentlich keiner kennt. Es ist der Straßwalchner Kulturvereinigung und dem Ortschronisten zu verdanken, dass Wölfel in seiner alten Heimat Straßwalchen endlich Gehör findet. Grund dafür war auch eine für Wölfel-Experten sensationelle Entdeckung. Marius Holzer mit den Details. Wer war Josef Wölfel? Er war Salzburger, er war Komponist, er lebte zur Zeit Mozarts und Beethovens und gilt als der meistverdienende Komponist der damaligen Zeit. Es lässt sich nur mutmaßen, warum man Wölfel in Salzburg kaum kennt. Spielt auch keine Rolle, denn die Straßwalchner Kulturvereinigung will das ändern. In Straßwalchen hat Josef Wölfel gelebt, bevor er nach Warschau, Paris und London ging, um zur Musikgröße zu werden. Franz Bachleitner ist Ortschronist von Straßwalchen. Er hat das Familiengrab der Wölfels gefunden und eine Lawine ins Rollen gebracht. Das Grab hat ja eigentlich einen Ehrenplatz direkt beim Eingang der Sakristei, direkt neben dem Priestergrab, die da bestattet worden sind. Leider Gottes ist bei der Erweiterung vom Friedhof dann das Grab auch noch weggeschleift worden und ist leider nicht mehr errichtet worden. Deswegen wollen wir es nächstes Jahr zum 250. Geburtstag von Josef Wölfel wieder das Familiengrab der Wölfels errichten. Auch wenn das Familiengrab erst wiederhergestellt werden muss und auch wenn Josef Wölfel selbst in London begraben liegt, sein musikalisches Vermächtnis will die örtliche Kulturvereinigung bekannt machen. Es ist ein historischer Moment im Jahr 2021, das erste offizielle Wölfel-Konzert in Straßwalchen. Hier zu hören Wölfels Non Plus Ultra, ein Klavierstück, das damals als unspielbar galt und von Wölfels Virtuosität zeugt. Die ist wirklich heftig und damit führt Wölfel weit hinaus. Er führt direkt zur Technik von Franz Liszt und von Frédéric Chopin. Im Juli 2022 findet die erste Wölfel-Gala in der Pfarrkirche statt. Zur Freude Straßwalchens verlegt die internationale Josef-Wölfel-Gesellschaft Wien ihren Sitz nach Straßwalchen. Und das bedeutet für uns, dass wir ein bedeutender Kulturstandort in Österreich werden. Und auf das können wir stolz sein, auf das können wir uns freuen und das wollen wir heute mit dieser Josef-Wölfel-Gala einfach feiern. Der neue Standort der Wölfel-Gesellschaft könnte nicht treffender sein. Es ist das alte Wölfelhaus. Für Straßwalchen eine große Sache. Aber ist das auch gut für einen in Vergessenheit geratenen Komponisten? Es ist so, dass aus der Bundeshauptstadt in die Peripherie nicht heißen muss, dass es deswegen schlechter wird. Wir sehen es im Gegenteil, dass es sogar ein Vorteil sein kann, eben aus einer großen Menge an kulturellen Möglichkeiten, die es in Wien gegeben sind, einfach in einen Ort zu kommen, der das auch mehr schätzen wird, einfach weil es nicht die 27. Veranstaltungsreihe ist, sondern die erste. Und aus dem heraus bin ich überzeugt, dass es ein sehr cleverer Schritt der Gesellschaft war, aus der Hauptstadt in das Umland, nach Straßwalchen zu kommen. Es wird dann das Wölfelgrab neu errichtet
Das ist sensationell, weil auch die Salzburger Wissenschaftler haben gesucht. Wir haben jahrelang gesucht nach dem Grab von Vater Wölfel, nicht gefunden. Der Franz hat es gefunden. Es gibt diese Aussage, es gibt in England kein einziges Klavier, auf dem nicht Noten von Josef Wölfel liegen. Und auch in Salzburg wird er wieder zu hören sein. 2023 feiert Josef Wölfel seinen 250. Geburtstag. Zu diesem Anlass ist ein großes Wölfel-Wochenende in Straßwalchen geplant. Bis es soweit ist, wird auch das verschollene Familiengrab in neuem Glanz erstrahlen. Thank you.
Jetzt ist es offiziell, Straßwalchen hat eine neue Kulturidentität. All das hängt mit dem im 18. Jahrhundert europaweit berühmten Komponisten Joseph Wölfel zusammen, der sich eine Zeit lang im Umfeld Mozarts bewegt hat. Dieser in London wirkende Musiker wurde in Salzburg vergessen, bis man sein verschollenes Familiengrab in Straßwalchen wiedergefunden hat. Der Vater, der hier begraben liegt, wäre wohl stolz auf den großen Sohn, dessen wundervolle Musik hier gespielt wird. Das wiedergefundene Familiengrab des berühmten Komponisten Joseph Wölfel, der selbst in London begraben liegt, bedeutet Großes für Straßwalchen. Wir haben, wie gesagt, jahrelang, jahrzehntelang das Grab vom Vater Wölfel gesucht. Und somit ist ja die Basis gefunden, die Basis der Familie gefunden. Für uns ist es eine riesen Kulturidentität, weil wir haben einen örtlich verwurzelten Künstler, der im Umkreis Mozart und der ja zu seiner Zeit ja weltberühmt gewesen ist. Und wir wollen jetzt auch vor allen Dingen junge Musiker, denen das Werk Wölfels näher bringen. Wir wollen einen Wölfe-Wettbewerb ausschreiben und. Das wiederentdeckte Familiengrab selbst konnte man nicht wiederherstellen. Aber diese Tafel gleich gegenüber soll daran erinnern. Es dauerte ein Jahr, das Familienwappen aus verschiedenen Quellen zu rekonstruieren. Unter anderem aus einer Skizze im Landesarchiv. Die Skizze zeigt einen Schild, einen Querbalken oder einen Schrägbalken und da drin steht Wolf. Oben waren zwei Hörner angerissen, dazwischen stand wieder Wolf. Wir haben natürlich auch die Helmdecke und das alles ergänzen können, weil das beim Siegel zu sehen war. Und was ganz wichtig war, wir haben den Helm erkennen können, denn der Helm ist sehr aussagekräftig für einen Heraldiker. Eine historisch akkurate Handarbeit, die auch die Steinmetze Bettina und Moritz nicht alle Tage machen. Die Platte an sich und das Wappen wurde alles rein mit der Hand gearbeitet. Jetzt, heutzutage, macht man alles fast nur mit der Maschine. War ganz spannend. Und diese Handarbeit habt ihr noch drauf? Die haben wir noch drauf. Wir haben beide die Steinmetzfachschule in Hallein gemacht und da wird man so handwerklich gut ausgebildet. Ja? Dreitägiges Wölfel-Symposium liegt nun hinter Straßwalchen, das in dieser Festmesse mündet. Zu hören gibt's Wölfel. Nachdem Joseph Wölfel Straßwalchen verließ, wurde er berühmt, vor allem in London. Misst man Erfolg in Geld, dann war er zu seiner Zeit der erfolgreichste Komponist weltweit. Die Wiederentdeckung dieses Salzburger Komponisten begeistert auch Ex-Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Er war offensichtlich ein wirklicher Virtuose, denn ich habe mir sagen lassen, gar nicht so leicht seine Stücke zu spielen. Also schauen wir, dass wir von Straßwalchen aus eine richtige Wölfe-Bewegung entfachen. Die internationale Josef-Wölfel-Gesellschaft hat ihren Sitz nach Straßwalchen verlegt und wird auch über den 250. Geburtstag Wölfels hinaus Akzente setzen. So gesehen markiert diese Grabtafel kein Ende, sondern einen Anfang. Thank you.
Josef Johann Baptist Wölfel, das ist der Name eines Pianisten und Komponisten aus der Zeit der Wiener Klassik. Der in Salzburg geborene Musiker ist heute fast in Vergessenheit geraten, völlig zu Unrecht, sagt die internationale Josef-Wölfel-Gesellschaft und bringt die Musik des Mozart-Zeitgenossen mit stetig wachsendem Erfolg auf die Bühne. Josef Wölfel, ein Superstar seiner Zeit, er hat Königinnen betört und ein umfangreiches musikalisches Werk hinterlassen, so wie dieses Bläser-Trio. Der Komponist und Pianist aus der Zeit der Wiener Klassik hat damals eine Weltkarriere hingelegt und ist dann fast vergessen worden. Aber wie kann das sein? Was hat Wölfel falsch gemacht? Marketingtechnisch hat er mit Sicherheit nichts falsch gemacht. Er war der bestverdienende Musiker seiner Zeit, hat in einem Jahr mehr verdient als Beethoven, Haydn und Mozart gemeinsam, das muss man sich mal vorstellen, und war der gefragteste Musiker in ganz Europa in der Zeit. Aber Erfolg haben heißt eben noch lange nicht in die Geschichte eingehen. Er hatte ein bisschen Pech. Er hatte einen Mozart und er hatte einen Beethoven und er hatte einen Haydn, die in dem gleichen Metier waren, geniale Komponisten. Klar, gegen Mozart, Beethoven und Haydn kommt kaum jemand an. Aber wie gut ist denn Wölfels Musik wirklich? Spielt er eine Rolle in der Musikgeschichte? Er schreibt zum Teil ganz großartige Musik. Er schreibt sehr fantasievoll. Er ist natürlich ein Kind seiner Zeit. Und es ist vielleicht nicht so visionär, wie die anderen gewesen sind. Aber er war ein ganz, ganz großer Könner. Was die wenigsten wissen, das älteste Wiener Lied stammt von Josef Wölfel. Genauso wie die Polonaise, also die polnischen Polonaisen. Die erste große Polonaise stammt von Josef Wölfel. Alle großen Musiker sind dann, also wie Schubert, Chopin, alle haben ihm nachgeeifert. Die Wölfel-Gesellschaft hat im Konzert in der Lenakirche nicht nur Musik präsentiert, sondern auch zur Person Wölfel informiert und vor allem Bilder ausgestellt. Bilder, die direkt von der Musik des Meisters mit familiären Wurzeln in Straßwalchen inspiriert worden ist. Ich habe die Musik eingeschalten, ich habe dann mit den Fingern habe ich gemalt und es ist in einem, wie sagt man da, auf Waschen entstanden. Ich war selber fasziniert von dieser Kraft, dieser Musik und diesem Malen, diesem Entstehen lassen einfach. Das ist für mich ganz was Wertvolles, einfach ein Bild entstehen lassen. Und ja, und dann sagt man, ist gelungen oder nicht.